Ding! Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Minish Cap. Wir sind nur noch herausfinden, wie es hier weitergeht. Aber wir haben ja noch nicht jeden einzelnen Ort erkundet, wo wir schwimmen können. Unter anderem damit auch dieser Ort hier gemeint. Und deshalb schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um, denn... Da können wir nicht lang, okay. Hier können wir nicht hoch. Aber hier können wir trotzdem noch schwimmen. Haha! Hier gibt es einen kleinen Ort. Für ein Herzteil. Okay. Ah, das war schon unser viertes Stück. Ah, cool. Schau mal, wie viele Herzen wir haben. Das geht wirklich schneller, als man denkt. Na gut, das hat mir jetzt nicht im Spiel weitergeholfen, aber ich meine, ein weiteres Herz nehme ich trotzdem an. Nur habe ich immer noch keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Wenn wir nämlich mal auf die Karte schauen, sehen wir, dass wir hier nach oben sollen. Ja? Vom Berg aus glaube ich nicht, dass man da hinkommt. Wo denn? Kann man nirgendwo nach rechts oder nach links? Geht es nur nach oben und unten? Dann ist halt die Frage, geht das nicht vielleicht von hier? Ich habe es schon probiert, es hat nicht funktioniert. Haha, hat sich gereimt. Ich sehe aber, vielleicht kann man darüber? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Oder? Das wird das Einzige, was ich noch ausprobieren könnte, schätze ich. Na gut. Holen wir unsere Ocarina raus. Oh, ich schätze, wir könnten mal probieren. Aber leider können wir unser Schwert im Moment nicht upgraden. Das wollte ich ja eigentlich die ganze Zeit machen. Problem ist dabei nur, dass wir dafür ins Schloss reingehen müssen. Und wir dürfen nicht ins Schloss, weil der König gerade ziemlich korrupt ist. Ja? Ah, jetzt sind wir auf die anderen Seite hiervon. Okay, wir können hier schwimmen, aber das... Ich weiß nicht, ob das weiterhilft. Da können wir nicht lang. Da oben können wir lang. Oder? Ja, doch. Haha. Innenhof von Schloss Hyrule. Okay. Bonuskiste, aber war jetzt irgendwie immer noch nicht das, was ich wollte. Aber auch gut, dass ich ja... Aua. Jungchen, ich hab schon genug Geld. Okay, was könnte noch... Was könnte man noch machen? Ich glaube, was ich noch machen könnte, ist halt nochmal jeden einzelnen NPC abchecken, ob nicht irgendeiner nochmal traden möchte. Weil wir konnten ja auch nicht mit jedem einzelnen traden, weil uns noch ein paar Steine gefehlt haben. Ich habe ein paar grüne, aber auch nicht so viele. Ich glaube, was ich jetzt tatsächlich mal machen werde, ist unten bei dem Goronen, beim Goronenhändler mal ein paar grüne kaufen. Ich will mal gucken, wie das funktioniert. Hier, der Dude. Wie viele kostet so eins? 50 Rubine. Okay. Dankeschön, kauf doch auch die restlichen Fragmente. Ist das Besondere? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich jetzt alle kaufe, warte, ich geh mal rein und raus. Was passiert dann? Respawnt das einfach wieder oder muss man alle drei kaufen? Ah, man muss alle drei kaufen. Ah, warte mal. Okay, 100 Rubine. Ich kauf mal alles leer, vielleicht passiert dann was. Wir haben ja das Geld dafür, also warum nicht? Ist mir egal. 200 ist aber echt viel zu teuer dafür. Und trotzdem bezahle ich es. Oh, ist ausverkauft, nächstes Mal habe ich wieder was da. Was? Wie nächstes Mal hast du wieder was da? Ernsthaft? Ernsthaft? Und was ist hier mit dem Brot und allem? Hier? Was ist damit? Achso, zur Kasse. Tup. Ja, komm, nimm mit. Tup. Herzlich willkommen. 60 Rubine. Okay. Und da soll was drin sein. Ja, ein Glücksfragment. Hier? Ist ja auch nochmal was drin? Kuchenstück 40. Nichts drin. Okay, jetzt habe ich einfach nur die Hälfte meines Geldes verschwendet. Cool! In der Schule wollen noch ein paar traden. Eine Vase? Ach, zeigen die immer, also denken immer daran, was die mir geben könnten? Ich habe nie darauf geachtet, was die in den Sprechblasen haben. Ich sehe nur, oh, da kommt eine Sprechblase langsam hoch. Traden. Kommt jetzt wirklich eine Vase? Zum kleiner werden? Nee. Vielleicht ist es auch wirklich random. Ich weiß nicht. Wo ist das? Ah, da wo ich literally vorhin war. Ganz toll. Naja, was soll jetzt passiert? Wir waren ja noch nicht als normalen Link, ne? Man muss sie jeden Tag gießen. Was, die Blumen? Ja. Das stimmt. Wie die aussehen, so.
Komisch, diese Mary. Komischer Sprite. Naja, ist aber auch egal. Irgendwo im Wald. Ich weiß aber nicht, wo im Wald. Jetzt weiß ich, wo im Wald. Aber das ist ein Ort, wo... Oh, das könnte ein bisschen dauern, dahin zu kommen, glaube ich. Oder ist das direkt bei denen? Bei denen im Dorf oder so? Ich pflege das Blumenbeet. Das kann ich sehen, du. Wenn ich dran gehe, bin ich immer schlecht. Hallo? Juhu! Da freut sich wegen nichts. Okay, ich meine, ich sag's mal so. Was zum... Oh, das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Okay, egal. Was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt haben wir zumindest ein, zwei neue Sachen, die wir erkunden können. Und dann können wir das eigentlich auch mal direkt machen. Ich glaube, womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Wir machen das da oben direkt mal, weil... Ich stelle immer noch die Frage ab, wie komme ich da so schnell nach oben hin? Hier, geben wir mal die Running Boots. Mit denen ist man immer schneller unterwegs. Lohnt sich also immer, kurz ins Menü zu gehen und die auszuwählen. Generell sollte es sich eigentlich immer lohnen. Sag mir aber nicht, da komme ich nicht lang. Auf die andere Seite. Warte. Das ging nur von hier. Oh, bis gleich. Zu dem Ort kommen wir tatsächlich noch gar nicht hin. Ich habe mich da ein bisschen falsch geguckt mit der Map. Aber ich meine, hier in diesem Wald. Oder nee, außerhalb des Waldes wahrscheinlich. Wahrscheinlich direkt unterm. Unter diesem Minischwald. Da gibt es jetzt was Neues. Was war das? Eine Kiste, glaube ich? Ich glaube, das war irgendwie eine Kiste oder so. Und die sollte es hier unten, glaube ich, irgendwo geben. Maybe, ey, hoffentlich. Ja, genau hier. Lass mal bitte sehen. Was kriegen wir? Ich kriege mein Geld zurück. Okay, nicht schlimm, habe ich nichts gegen, aber ist ein bisschen lame. Um neuen Tilloriander zu probieren, brauchen wir Milch. Wer bringt uns die? Der Typ möchte Milch. Ha, die könnten wir ihm besorgen. Wir wissen ja, wie wir Milch bekommen. Leider, ich kann es mal ausprobieren, aber leider sollte das ja eigentlich nicht funktionieren, ne? Ja, haben die extra ausgemacht. Wenn man kleiner ist, kann man Ocarina nicht benutzen, weil die Vögel sehen einen da nicht oder so, keine Ahnung. Okay. Das wird zwar jetzt ein bisschen aufwendig und nervig hin und zurück und vor allem auch Flasche und alles. Egal. Okay, dann machen wir am besten unsere Flasche hier leer, egal welche. Einfach hier die Fee rausholen. So, wunderbar. Ah, wir kommen. Eine Flasche kostet 100 Rubine. Ja, wir haben gerade 200 bekommen. Können wir schon mal die Hälfte davon weggeben. Haben wir die Milch. Hauen wir direkt wieder zurück ab zum Wald. Machen uns direkt wieder kleiner und wir den ganzen Weg zurück. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe, damit schalten wir irgendwas Cooles frei. Und wenn das am Ende alles nichts gebracht hat, weil wir irgendwas bekommen, was ich nicht brauche, dann wäre das echt traurig. Ich schätze, das müssen wir halt nun mal einfach jetzt herausfinden, ne? Aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung mehr, mit wem ich alles noch nicht getradet habe. Waren bestimmt irgendwelche Leute irgendwo am anderen Ende der Welt, an die ich vielleicht auch gar nicht mehr rankomme, ich weiß es nicht. Aber ey, da habe ich jetzt ein bisschen Angst, ne? Ganz ehrlich. Hey, wir brauchen Milch. Hey, Hossa, ist das nicht London-Milch? Ist sie für uns? Genau. Ja, bitteschön. Das M darfst du behalten. Wunderbar, danke. Jetzt können wir wieder forschen, wenn die Tyriander blüht. Und wann blüht der? Ich wollte keine Musik spielen. Der Tyriander blüht noch nicht. Geduld dich ein bisschen. Draußen reingehen? Hilft das? Maybe. Muss mal sehen. Hast du was Neues zu sagen? Nee, noch nicht. Muss noch warten. Okay, dann haben wir zumindest trotzdem schon mal etwas für später gemacht, schätze ich. Ja. Das ist auch nicht. Fragmente. Wir lieben Fragmente. Ja, aber niemand wollte euch mit traden, Mann! Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie es weitergeht. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, wir kommen nicht in das Schloss rein und können somit unser Schwert nicht upgraden? Ja, weil ich gesehen habe, der Typ steht hier immer noch rum. Aber, surprise, surprise, der Typ hier links steht nicht mehr da. Also hier kann man jetzt einfach lang. Und jetzt gibt's, ey, kein Zutritt, Mann! Auf Befehl des Königs darfst du nicht durch, also hau ab, Mann. Geh mein Kopf spielen.
Ja, an dem müssen wir uns vorbeischleichen. Jetzt dreht er sich um. Das hat er natürlich nicht. Durch den Hack and Slay. Sieht er mich? Ja, okay. Wenn die kurz stehen bleiben, dann heißt das wohl, die sehen mich. Okay. So dumm. Okay, komm, hau ab. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie der das machen soll. Genau dann, wenn der hier drüben ist. Schnell rüber. Sprich, jetzt. Okay. Oh, der andere. Okay, geht da lang. Oh, knapp. Oh, das war close. Da musste ich kurz leise sein. Eine Leiter nach unten. Don't mind if I do. Aua, ey. Probleme? Die Musik. Hier ist das im anderen Zelda-Spiel. Oh, der Boden bricht ein. Okay. Damit sind wir eingebrochen. Cool, oder? Schön illegal. Und so. Somit können wir hier hinein in die Kammer, die heilige Stätte. Unser Sword upgraden, Mann. Yeah. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich darauf gekommen wäre. Hätte mir irgendwer gesagt, geh mal nochmal zurück dahin. Dann hätte ich es vielleicht gesehen. Aber ich hätte mich da nicht umgeschaut, hätte es mir niemand gesagt, glaube ich. Okay. Zwei Dinger stehen hier, aber wie wäre es mit dem dritten Ding, was wir vorhin eingesammelt haben, in der letzten, vorletzten Folge oder so, ich weiß es gerade nicht mehr. Yeah! Oh, jetzt haben wir ein goldenes Schwert? Oh ne, blau. Oh, das sieht einfach sick aus. Das sieht einfach aus wie das Master Sword. So sieht das aus jetzt. Das Tropfen-Element wurde übertragen. Durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt drei teilen. Echt? So. Lade das Schwert dort auf und der Boden leuchtet. So steht es geschrieben. So, da ist nichts Neues. Okay. So, das will ich jetzt mal ausprobieren. Also, wir können es jetzt in drei teilen. Ding, ding, ding. Yeah! Ja, man kann sich jetzt in drei verwandeln. Das wird uns wahrscheinlich helfen. Gehe ich mal von aus. Nur ist die Frage, wo? Obwohl, ich glaube, ich habe sogar schon eine Idee, wo. Achso, ja gut, ich muss hier noch jemanden mitbringen, der mir hilft, das aufzumachen. So, ihr macht das für mich. Dankeschön, meine Kumpanen, meine Kopien. Und yeah, let's go! Das ist ein richtig cooles Schwert, weil es auch aussieht wie das Master Sword. Kann ich jetzt eigentlich zum König hochgehen oder werde ich dann festgenommen? Will ich das ausprobieren? Irgendwie ja, irgendwie aber auch nein. Oder ist alles zu? Alles zu? Ja, okay, kann man nicht. Alles zugemauert. Okay, dann muss ich wohl den langen Weg zurück, schätze ich. Und zwar hier. Die geheime Kanalisation oder was auch immer sein soll. Warum können die Schlangen mich immer noch beißen, nachdem ich durch die durchrushe? Wieso können die das? Nicht nett? Finde ich okay. Da erhebe ich Anspruch. Warte, ich geh jetzt mal hier rein. Oh, Hallöchen. Oh, schön. Ey, Kumpel, ich bin durchgekommen, ne? Hä, wie bist du durchgekommen? Hau ab, Mann! Okay, gut, dass sie mich nicht festhalten und mich ausfragen wollen, wie ich es gemacht habe. Lass mich einfach gehen. Okay, danke, Kumpels. So, na gut, warte mal. Ich kann nicht direkt hier bleiben, merke ich gerade. Weil von hier aus ist es tatsächlich, glaube ich, schneller, dahin zu kommen. Ja. Von hier nehme ich nach links. Hier gibt es eine Höhle, wo man, glaube ich, drei Links für braucht, ne? Hier. Es könnte auch sein, dass man hier mehr als drei braucht. Aber ich versuch's mal mit drei. Ah, doch, das klappt. Let's go. Fortschritt. Ey, neuer Ort. Was geht ab? Hast du so zu sagen? Ja, cool. Ey, noch weiter. Ja, okay. Finde ich ein bisschen schade, dass er nichts zu sagen hat. Am Anfang des Spiels hatte er noch ein bisschen was, aber jetzt nicht mehr. Was soll's. Wir kriegen hier noch gar nichts, weil die kann ich nicht benutzen. Schade. Tal der... G
Portal der Königsfamilie. Na, Mike, ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was? Du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, gehen wir. Hast du Angst? Das sind Buhus, die bringen mich um! Ah! Hab mich abgeleckt. Wie die aussehen. Mit dem X. Geil. Stärkere Raben jetzt. Not so good. Einfach durchrennen. Wollen mich umklammern. Mit dem Wickelangriff. Ey! Alter, die klauen richtig viel Geld. Verdammt. Will ich hier runterspringen? Ich habe das Gefühl, die Antwort lautet nein. Das ist nur ein Weg raus hier. Aber kein guter Weg raus. Also lass ich's lieber. Hä? Okay. Schau mal, wie klein das hier ist. Oh. Sind wir im Friedhof? Warum sollen wir hinkommen? Der Geist des Königs hat uns das befohlen. Oh, was zum... Ist das ein Labyrinth? Nein, 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 nein. Ekelhaft. Jetzt habe ich überall Ektoplasma auf mir drauf. Ekelhaft. Oh Gott, sag mir nicht, dass das hier so ein Mann! So ein Rätselwald. Oben. Okay. Okay. Doch, es ist ein Rätselwald. Oh nein. Links. Ja, mein Name ist Link. Wieso? Verschwinde, Vollidiot! So komisch als Buhus. Wie vorher. Also links. Ich finde das so lustig, dass so richtig flach einfach so raussteht. So, ja, links. Oben. Wie vorher. Wie am Anfang, also oben. Das muss man sich jetzt alles merken, ne? Ja, gleich so, wie beim dritten Mal. Das kommt jetzt gleich, safe. Rechts. Okay. Wie auf dem vorletzten Schild. Oben? Ja! Okay, ich war mir nicht sicher. Oder beim Schlafen. Nein! Ey, die lecken mich alle ab. Die mögen mich. Ja, vielleicht nicht auf eine Art und Weise, wie es mir gefallen könnte. Okay, der kann nicht brennen. Ach komm schon. Seid lächerlich, ihr Viecher. Stirbt doch. Also manchmal sind die echt seltsam, die Geister. Aha, Schlüssel? Aber ich besitze keinen Schlüssel. Hä? Ah. Oh. Ah ne, nur wenn ich hier bin. Achso, weil das Haus so hell ist oder was? Okay. Was bist du denn für einer? Junge Hulk einfach. Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Okay, danke für ein Isaac-Item. Ich bin Boris. Was? So, also gleich zu sagen. Okay, Boris, Kameramann. Ich hoffe, dir geht's gut. Du musst auf jeden Fall... Oh Gott, dein Kopf! Du musst auf jeden Fall irgendwas mit deiner Körperhaltung tun, Mann. Also ehrlich, das ist nicht gesund. Hä? Ey! Mein Schlüssel! Oh. Ey, diese Krähe! Sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut! Renn hinterher, hol den Schlüssel! Los, mach schnell! Ja, wo ist er denn hin? Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Wenn du zu langsam bist, wird sie dir entwischen. Du musst schnell sein, um den Schlüssel wieder zu bekommen. Ja, wo ist er denn abgehauen? Hier! Oder nicht? Doch! Um rechts. Nein? Ja? Nein? Nein? Ja? Wo denn? Hä? Doch hier! Oder muss ich da rammen? Will mal aus. Vielleicht muss ich nächstes Mal diesen Baum rammen. Ja, Tatsache! Okay! Das sind Schüsse also zurück! Du bist zu verträumt, Mike. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. Können wir das?
Seid ihr euch da sicher? Ist das eine gute Idee? Ich bin mir ja nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Aber okay, let's go. Ich mach das auch. Danke. Bist du ein Gegner? Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, auch mein kleiner Bruder lebt in Stadt Hyrule. Da treibt er gerne Schabernack, wie es ihm dort wohl ergeht. Aber du willst mit einem Geist tauschen? Klar, gerne. Wie heißt er? Nack. Schabernack. Der andere muss jetzt Schaber heißen. Ah, beim Glücksspiel, Dude. Glücksspiel kann süchtig machen. Jetzt weiß ich es, so wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt, ich will gleich damit anfangen. Okay, wir müssen nochmal zu dem Typen hin. Der hat scheinbar noch ein krasseres Spiel für uns. Ja, noch mehr Glücksspiel, gut so. Oh Gott, Hilfe. Können wir hier ein bisschen illegales Zeug tun? Grabschänden und so? Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht, warum probier ich's überhaupt? Gute Frage. Du bist kein netter Geist. Auch wenn du vielleicht ganz nett aussehen solltest. Tatsache. Tatsache. Ein Herzteil? An das ich vielleicht rankommen kann? So? Nee. Wegen diesem Stein hier bin ich verwirrt. Nee, aber das muss so sein. Müssen doch alle drei so angereiht sein eigentlich. Ja, einfach drumherum gehen, okay. War einfacher als gedacht. Ah, die anderen können das auch für mich einsammeln. Auch interessant. Cool. Na gut, Leute. Ich würde dann mal sagen, beim nächsten Mal gehen wir zum König höchstpersönlich und setzen im Grab und ja, reden dann ein paar Wörtchen mit ihm. Ich verstecke mich so lange hier hinter. Ich habe Angst.